Dann schauen wir mal. Also diese Runde hatten wir ja alles abgeschlossen und wir wollen in dieser Folge versuchen, diesen Händler zu erwischen. Also F9. Wir haben wieder jede Menge Erze transportiert auf Simple und ich sehe da schon einen ersten Anzeichen von einem Minenfeld. 400%. Ja, ist noch nicht sehr groß, aber das wächst beständig. Das ist schon mal sehr gut. So, und wieder raus auf 125. So. Vorwärts. Fregatte Minenleger 32 hat 150 Minen gelegt. Und das war's auch für dieses Jahr schon. Das glaube ich doch nicht. Simple, was hast du zu tun? Du baust Fabriken. Und sonst machst du nur Erztransformationen. Wir haben Bevölkerung 800.000 von 1,1 Millionen. Wir können jedes Jahr 2.000 Ressourcen produzieren. Wir haben 100 von 100 Verteidigung. Wir haben aber doch gerade was Neues gelernt. Oder kriegen wir es erst nächste Runde? Also diese bodengestützten Scanner. Elektronik? Spähauge. Nee, haben wir noch nicht. Okay, also wir nehmen jetzt Papas Langbein und nächstes Jahr bitte Elektronik fertigstellen. So, jetzt gucken wir uns mal die großen Pla. Oh, ich sehe ein rotes Dreieck. Ah, das ist nur wieder so ein Scanner von den Trizioiden. Bitte, bitte greif meinen Planeten an. Ich brauche mehr Forschungspunkte. Also ja, das ist irre praktisch. Ja, aber wir wollten uns Equeos angucken. Was er so gerade macht. Also er hat noch nicht genügend Bergwerke. Er hat noch bei weitem nicht genug Fabriken. Ich hätte jetzt aber doch schon gerne den bodengestützten Scanner. Und ich hoffe einfach mal, dass er inzwischen genug Ressourcen produzieren kann, um den auch schnell fertigzustellen. Und kann er innerhalb von einem Jahr. Sehr schön. So, okay. Das heißt, wir haben denn hier rum auch bald hoffentlich so eine große Blase wie da. Ich weiß nicht, ob die Heimatwelt einen Bonus bekommt auf die Scan-Reichweite. Das werden wir ja gleich sehen. So, das gleiche hätte ich bei Wallaby auch ganz gerne. Wallaby hat fast alle Bergwerke und fast keine Fabriken. Das müssen wir ändern. Also erstmal bitte den bodengestützten Scanner. Nach oben schafft er auch in einem Jahr. Sehr gut. Und Fabriken. Fabriken brauchen wir mehr. So, okay. Dann fehlt noch Kiche. Kiche hat Bevölkerung sehr wenig. Bergwerke auf Maximum. Fabriken können noch wesentlich mehr. Die Bergwerke nehmen wir erstmal raus. Können wir hier schon einen bodengestützten Scanner bauen? Ja, aber der braucht 2 Jahre. Nee, komm, das muss wieder raus. Wir hätten lieber gerne mehr Fabriken. So viel Fabriken, wie die Ressourcen halt hergeben und danach erst die Bergwerke. So, okay. Nachrichten waren wir soweit durch. F9. Wow, das sieht doch gleich ganz anders aus. Also ja, die bodengestützten Scanner sind anscheinend immer gleich groß, egal ob Heimatwelt oder nicht. Das bringt dann schon mal einen Riesenvorteil. Also, euch können wir weiterschicken. Du fliegst bitte nach da. Doppelklicken. Du fliegst bitte nach da. Du fliegst bitte nach da oben. Und du kannst gleich doppelklicken. Du kannst gleich weiterfliegen nach. Alle Wegpunkte weg. So. Du fliegst bitte dahin. Da ist wieder die Drohne immer noch auf dem Weg. Wir sehen da das Minenfeld, das größer wird. Was bist du? Du bist einer unserer Scanner, der kann da bleiben. Okay, nächsten Nachrichten. Wir haben 35 Nachrichten. Ich denke mal nicht, dass das diese Folge was wird mit dem Händler abfangen. Wo hier 25 alle Befehle erteilt. Ja. Die haben alle ihre Befehle ausgeführt. Auf Wallaby wurde ein Spähauge 150 in Betrieb genommen. Jo, deswegen können wir so viel sehen. Vorwärts. Wir haben 16 Kilotonnen Erze umgewandelt. Okay. Wir haben ein Spähauge auf Equeos gebaut. Wir haben Tech Level 5 in Antrieb erreicht. Sehr gut. Wir können jetzt Papa Langbein 7 bauen. Deine kürzlichen Forschungsdurchbruch auf dem Gebiet Antriebe hat dir die Errungenschaft des Stargate 100-250 gebracht. Go to.
Also, wir können Sachen durch diese Stargate teleportieren, instant von einem Planeten zum anderen, wenn beide ein Stargate haben. Aber nur, wenn sie unter 100 Kilotonnen sind und wenn sie innerhalb von 250 Lichtjahren sind. Davon gibt es später noch bessere. Aber das könnten wir jetzt schon mal holen. Denn konnten wir nicht irgendwie. Du, nimm mal den Zerstörer. Ich klicke mal auf Equeus, aber einfach nur um zu gucken, wie weit das weg ist. Das sind zum Beispiel 127 Lichtjahre. Das heißt, dich brechen wir jetzt mal ab, den Auftrag. Du bleibst doch zu Hause. Equeus, da ist ein Voyeur. Bis da hinten hin sind da schon 321. Also wir könnten nicht sicher von da nach da springen. Das ist ein wenig ärgerlich. Aber wir könnten so von der Hauptwelt zu den Randwelten schnell Einheiten schicken. Müssen wir mal gucken, ob uns das die Ressourcen wert ist. Außerdem brauchen die eh erstmal noch eine Raumstation, was unser nächster Schritt sein sollte. Außer die ganzen Voyeure. Wir hatten ja auf den neuen Kolonien, in Anführungszeichen, jeweils einen Voyeur stationiert, damit sie wenigstens etwas an Scannerreichweite haben. Jetzt, wo sie aber selber bodengestützte Scanner haben, können wir die Voyeure wegschicken. Also du fliegst bitte dahin. Du fliegst bitte einfach weg. Und hier haben wir, doch, da haben wir einen. 13. Du fliegst bitte weiter nach oben. Da ist Graceland. Okay. Ich dachte, das wäre eigentlich in Amerika. Aber na gut. So, weitere Nachrichten. Terraforming Schwerkraft plus minus 7%. Eine Raumschlacht. Oh, wie jetzt? Go to. Zeige. Ablaufen. Wir haben anscheinend eine Sonne schon vernichtet. Aber wenn wir eine Sonne vernichtet haben, was ist denn das da für ein Dreieck? Noch eine Sonde. Wir schicken ganz schön viele Sonden. In einer Raumschlacht gegen Russians zerstörten sechs deiner Streitkräfte ohne eigene Verluste. Ein Voyeur. Da oben. Wir werden echt von allen Seiten mit Spionen bombardiert. Zeige. Russians ist das da unten. Okay. Wir haben Barbecue. Macroheart. Wo waren Barbecue und Macroheart? Waren das die neuen Kolonien? Ja, da ist Barbecue. Du baust die Fabrik und Bergwerke, das ist okay. Und Macroheart ist da hinten. Baut auch erstmal die Fabriken und die Bergwerke. Ja, die werden wir auch so großartig nicht unterstützen. Dafür haben sie zu wenig Wert. Also noch. Das heißt, da werden wir keine Kolonisten hinschicken. Die Kolonisten brauchen wir erstmal, um hier möglichst viel Ressourcen zu produzieren. So, weiter. Minenfeld wurde erweitert. Das filtere ich jetzt mal aus. Deine Kolonisten haben Barbecue unter ihrer Kontrolle. Wir haben ein Artefakt gefunden. Im Bereich Antrieb 113 Ressourcen. Okay. Wir haben Macroheart unter Kontrolle, waren wir auch schon. Wir haben auf Macroheart ebenfalls ein Artefakt gefunden mit 379 Ressourcen für Energie. Wir wurden automatisch geterraformt, automatisch geterraformt. Simple muss was Neues zu tun bekommen. Und das ist auch schon die letzte Nachricht. Sehr gut. Simple. Du hast inzwischen genug Fabriken. Du hast genug Bergwerke. Heißt, die Liste können wir komplett löschen. Wir hätten gerne anscheinend F5. Achso, wir können jetzt nächste Runde das Spähauge bauen. Und die Runde da drauf, was forschen wir dann? Ich glaube, wir brauchen langsam neue Waffen. Antriebe haben wir ja gerade erst. Eine Raketenbatterie, Energiekondensator. Spähauge bauen wir. Super Treibstofftransporter. Nee. Wir gehen als nächstes auf die Waffen. Also, Elektronik jetzt, Waffen gleich. Das Budget, wollen wir das verändern? Nö. So, Equeos. Du
musste ich immer noch weiter aufbauen. Aber ich würde trotzdem gerne Raumstationen bauen. Da haben wir aber noch keinen in der Liste. Also würden wir gerne Raumstationen bauen. Bauplan kopieren. Wollen wir da gleich ein Stargate reinbauen oder nicht? Ah. Und wollen wir da mehr Schilde und Waffen reintun oder nicht? Ich denke mal, die Raumstationen halten so schon sehr viel aus. Und das kostet einfach zu viele Ressourcen. Wie teuer wäre das Stargate? 200 Ressourcen, 50 Kiloton Ionium, 20, 20 Germanium, Boranium. Nee, komm. Wir lassen es einfach so. Und anscheinend haben wir doch schon eine Raumstation als Bauplan. Also machen wir mal fertig. Equeus, Produktionsliste ändern. Wir hätten gerne eine Raumstation. Schafft in einer Runde fertig. Sehr gut. Wallaby auch. Wallaby versucht hier mal mitzuhalten, aber kommt nicht so ganz hinterher. Das heißt, Listen anfangen, Raumstationen. Nö, 2 Jahre. Nee. Ja, okay, dann warten wir halt 2 Jahre. Das ist jetzt wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall hier überall Treibstoffdepots. Und Minenfelder und riesige Flotten und überhaupt. So, Nachrichten sind alle durch. F9. Auftragsliste auf Simple ist leer. Das ist nicht gut. Oh, haben wir jetzt. Also Equeus hat die Raumstation gebaut, okay. Warum war Simple jetzt leer? Ich hätte schwören können, ich hätte was reingetan. Na gut, wir haben die Fregatten, die wir noch bauen können. Wir könnten noch 30 Bergwerke bauen. Na komm, das machen wir auch noch schnell. So, 40 Bergwerke. Frachter brauchen wir nicht. Verteidigungslaser. Davon nehmen wir nochmal 50 Stück in die Liste. Ich, obwohl, oh, stopp, 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 die müssen wir erstmal wieder aufrüsten. Wir haben, okay, 4. Verteidiger Laser, Bauplan bearbeiten. Wir müssten ja inzwischen, genau, einen besseren Antrieb haben. Du raus, du rein. Scanner wollten wir keine besseren. Panzerung haben wir. Jo, du bist jetzt unser neuer Verteidiger Laser. Fertig. Und davon bauen wir bitte schön 50 Stück. So, und danach machen wir schon mal erste Transformationen rein für die nächsten Runden. Achso, können wir ja gleich. Entfernen, entfernen. Erste Transformation Autobild. Nach Bedarf. Okay. So, Auftragsliste auf Simple ist leer. Equeus hat die Raumstation gebaut. Und wir haben jetzt anscheinend gleich noch mehr Scanner-Radius bekommen, oder kommt mir das jetzt nur so vor? Irgendwie ist das größer geworden. Na gut, vorwärts. Wir haben Tech Level 6 in Elektronik abgeschlossen und setzen die Anstrengungen in Waffen fort. Wir haben das Spähauge 220 entdeckt. Alle deine bestehenden planetaren Scanner wurden auf die neue Technologiestufe ausgerüstet. Oh, sehr schön. Wir müssen die also nicht nochmal bauen. Deswegen wurde das alles hier erhöht. Sehr gut, vorwärts. Deine Wissenschaftler haben die Forschung im Erreichen. Wir haben die Waffen sofort in derselben Runde auch noch abgeschlossen. Das ging ja schnell. Oh. Santa Maria 11 hat den Befehl, Nickel zu kolonisieren. Nickel ist jedoch schon besiedelt. Von einem Gegner. Der Kolonisierungsbefehl wurde widerrufen. Go to. Nickel. Nickel-Information. Nies. Spieler 10. Ha. Können wir den Planeten jetzt irgendwie uns angucken? Doppelklick. Nickel-Information. Bevölkerung um die 2800. Können wir jetzt unsere Kolonisten da abladen? Ich glaube, so funktioniert der Kampf auch. Also planetarer Kampf. Wir schicken jetzt einfach unsere Kolonisten auf den Planeten runter. Und dann versuchen wir den nach und nach zu erobern. Hehehe. Ja, sehr schön. Also unsere erste Kriegshandlung. Richtige Kriegshandlung, nicht diese Drohnen abschießen, das ist ja albern. So, unsere Transporter sind immer noch auf dem Weg nach Simpel. Wir wissen nicht, wo gerade der Händler ist. Doch, da ist der Händler. Der ist nächste Runde da, übernächste da, 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 da. Wird knapp, aber könnten wir schaffen. Wir. Warte mal, Simpel.
wir müssen allgemein alle unsere Designs einmal kurz umändern. Das dauert jetzt ein bisschen, aber es muss halt sein. Also unser Voyeur. Vorhandene. Ne, bestehende Modelle. Voyeur, den würde ich eigentlich gerne bearbeiten. Warum kann ich das nicht? Verfügbare Baupläne. Aufklärer. Das sind jetzt nur die Grundmodelle. Ich konnte doch vorhin die Sachen einfach umändern, wenn ich das wollte. Ah ja, komisch. Das heißt, wir müssen jetzt alle Schiffstypen einmal abreißen und neu machen. Also den Fregattenverteidiger Laser können wir bearbeiten. Den Minenleger können wir nicht bearbeiten. Oh, vielleicht können wir das nicht, weil davon noch welche in Betrieb sind. Oh, das wäre ärgerlich. Na gut, also müssen wir es wirklich jetzt neu machen. Wir nehmen jetzt Aufklärer, Bauplan kopieren. Das ist jetzt Aufklärer 2. Du kriegst ein Papa Langbein. Und einen sehr guten Scanner. Obwohl, das ist ganz schön übertrieben, oder? Und eigentlich brauchen wir gar keine Aufklärer mehr, weil wir genug Planeten haben. Ne, komm, Aufklärer lassen wir. Abbrechen. Wir hätten jetzt gerne verfügbare Baupläne. Die Santa Maria hätten wir gerne. Kolonisierungsschiff. So. Du bekommst jetzt ein Papa Langbein. Und du bekommst dazu noch einen Treibstofftank. So. Kolonisierungsschiff 2. Okay. Können wir den alten einfach löschen? Santa Maria, Bauplan löschen. Du hast momentan 3 Santa Marias. Wenn du den Bauplan löscht, werden deine Schiffe zerstört. Sicher? Nein. Das ist ärgerlich. Aber wir müssen echt alle Schiffe erstmal zurückziehen. Nur damit ich hier in der Liste ein wenig mehr Ordnung habe. Das finde ich jetzt gemein. Aber gut. Ich hätte jetzt noch ganz gerne ein Privateer. Bauplan kopieren, Papa Langbein und Treibstofftank. Treibstofftank. Du bist jetzt Transport 2. Langstrecke. Also ja, mit der Nomenklatur muss ich noch ein wenig arbeiten. Aber mir ist es erstmal nur wichtig, dass sie alle diese 2 haben. Damit wir wissen, dass die halt die neue Generation sind mit dem Papa Langbein hinten dran. So. Und jetzt hätten wir noch gerne verfügbare Baupläne. Wir hätten gerne unseren Fregatte. Kopieren. Papa. Oder hat er schon Papa Langbein? Warte mal ganz kurz. Verteidiger Laser. Hat kein Papa Langbein. Aber den können wir noch bearbeiten. Also so den raus, den rein. Und du bist jetzt Fregatte, Verteidiger, Laser, schon mal 2. Damit wir wissen, dass er den neuen Antrieb hat. Da muss ich mir echt was einfallen lassen, sonst wird das irgendwie zu schnell unübersichtlich. Weil wir müssen dann ja echt jedes Mal, wenn wir einen neuen Forschungsdurchbruch haben und ein neues Modell erstellen, müssen wir hier alle Schiffe, die davon beeinflusst werden, also die neuen Scanner oder neuen Antrieb bekommen, einmal hier ganz neu erstellen. Also gut, wir haben unseren Transporter, wir haben unser Kolonisierungsschiff und wir haben unseren Verteidiger mit den Laserwaffen. Minenleger braucht nicht mehr Antrieb. Scout brauchen wir auch nicht. So wird es erstmal okay. Fertig. Und es ist auf jeden Fall nichts geworden mit in dieser Folge den Händler abfangen. Ich denke mal, es wird auch in der nächsten und übernächsten nichts werden. Da wir halt einfach zu lange momentan brauchen, um die Runden abzuschließen. Was aber auch ein gutes Zeichen ist. Am Anfang war es ja immer nur das Hin- und Hergeklicke. F9, 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 F9. Weil nicht so viel zu tun war. Aber jetzt, wo wir so viele Planeten haben und so viele Schiffe und so viele Forschungspunkte und was weiß ich, wird das alles ein wenig interessanter, finde ich zumindest. Aber gut, jetzt ein kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder.